Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Spielerklärung. Ja, lange ist es her, dass ich die letzte Spielerklärung gemacht habe. Darum freut es mich jetzt ganz besonders, weil es war mir wirklich ein Anliegen, wieder mal eine Spielerklärung zu einem englischen Titel zu machen. Und ja, ich habe wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel für euch diesmal, und zwar A Guest of Robin Hood. Ja, automatisch sage ich immer Robin Hood and the Merryman dazu. Ja, das ist ein Spiel vom Autor Frederick Serval. Der hat auch schon kleinere Spiele mit Coinsystem gemacht und ist ein GMT-Spiel, ja, vom Verlag GMT. Jetzt seid da nicht gleich abgeschreckt, denn man denkt sich da immer gleich, ja, GMT hat generell immer sehr, ja, umfangreiche Spiele, also wirklich im Level von, wenn man es mit Boardgame Geek Rating hernimmt, meistens sicher mit einem Rating von 3,8 bis 4,5, ja. Das sind immer so Spiele, die wirklich ein sehr umfangreiches, komplexes Regelwerk besitzen. Daher sind viele Leute auch abgeschreckt davon. Ja, das kostet bei mir auch immer viel Arbeit, das zu lernen. Aber der Vorteil bei GMT Games ist ja immer, wenn man diese Spiele beherrscht, dann sind die immer ultra thematisch und wirklich super zum Spielen. Das sind aber Games meistens, die du wirklich regelmäßig zocken musst, damit du da auch am Ball bleibst. So, Guest of Robin Hood ist ein Zwei-Spieler-Spiel mit Coinsystem. Ja, und es rühmt sich auch damit, dass es einfach zu lernen ist, und das kann ich wirklich nur bestätigen, ja. Also, das ist lange nicht so umfangreich wie andere GMT-Spiele, die ihr kennt. Das hat wirklich ein Top-Regelwerk, das einen super einführt. Wir haben drei verschiedene Bücher, die euch dabei helfen, aber lasst euch da nicht abschrecken. Die sind wirklich toll. Ich werde das auch im Fazit nochmal zeigen. Ein Learn to Play, und haben wir dabei ein Rules of Play. Ja, das Rules of Play ist wirklich, da fällt schon alles durch. Rules of Play hat vielleicht, ja, 14 Seiten, hinten sind Tokens drauf. Der Appendix doch effektiv hatte hier vielleicht 10 Seiten, 11 Seiten Regeln, ja, in diesen Rules of Play. Und das Learn to Play erklärt euch manche Regeln noch ein bisschen thematischer und detaillierter, ja. Also das sind wirklich Regeln, das kann man sich wirklich geben, keine Angst davor. Ja, und in dem Spiel geht es jetzt eben um das Thema Robin Hood, und ich glaube, das kennt doch wohl jeder heutzutage, oder der mit diesen Geschichten aufgewachsen ist. Ja, Robin Hood, der Sheriff von Nottingham terrorisiert im Endeffekt die umliegenden Dörfer immer und versucht immer reich zu werden, sein Einfluss geltend zu machen, Steuern einzutreiben, Geschichte kennt man ja. Und Robin Hood ist ja immer der, stiehlt von den Reichen und gibt es den Armen. Und ja, das Ganze geht dann eben so lange oft, bis der König zurückkommt, King Richard, und der dann natürlich wieder für Ordnung im Land sorgt. Und es geht in dem Spiel darum, wenn King Richard zurückkommt, wer hat denn die Nase vorn jetzt im Land? Ja? Hat sich der Sheriff dann das Land gekümmert und das Land weiterhin unterdrückt und beherrscht oder geführt sozusagen? Oder hat Robin Hood das Land so weit in Revolte getrieben, ja, dass mehr Gerechtigkeit gefordert wird oder Gerechtigkeit herrscht als Zucht und Ordnung? Darum geht es eigentlich immer in den Geschichten von Robin Hood. Und das macht er jetzt auch hier im Spiel. Ja. Also Robin Hood versucht, die Dörfer für sich zu gewinnen. Ja. Natürlich versucht der Sheriff, die Leute gefangen zu nehmen, die Dörfer wieder zurückzugewinnen, damit auch Einkommen zu generieren. Das macht man in A Guest of Robin Hood. Und ich kann euch gleich schon verraten, das Spiel wird eine Top-Bewertung von mir bekommen. Das ist ein absolut geniales Ding. Und jetzt eben hier die Regelerklärung, und für mich war die Regelerklärung gar nicht so einfach, weil erstens habe ich die letzte schon, ist wirklich schon lange her, und trotzdem, dass man hier eigentlich einen angenehmen Regelumfang hat, sind die Aktionen sehr asymmetrisch, also ihr spielt zwei sehr asymmetrische Fraktionen, und das Spiel kann auch sehr verkopft werden. Und du löst, im Endeffekt hast du eine Auswahl von drei Aktionen. Das ist eben das Coinsystem. Coinsystem bedeutet, das sind immer Spiele, die mit einem Kartendeck gesteuert werden und die dir zusätzlich noch Auswahloptionen liefern. Ja, das heißt, du hast hier auch ein Kartendeck, das vorher zusammengestellt wird, zufällig und ein bisschen geordnet. Und dieses Deck wird aufgedeckt und die Karte
sagt euch dann, was zu tun ist, oder gibt euch noch mehr Optionen, wie das Spiel gespielt werden kann. Ja, und zusätzlich habt ihr noch einen Auswahlmechanismus dabei. Das ist sozusagen jetzt das Coinsystem, und hier in Robinhood ist das noch ein bisschen kleiner verpackt sozusagen. Ja, wenn man da Falling Sky nimmt, da ist das auch schon ein bisschen umfangreicher, oder Cuba Libre zum Beispiel, oder Fires in the Lake, das sind alles Coinspiele. Und wenn ihr da jetzt Blut geleckt habt bei Robin Hood, kann man sich definitiv dann vielleicht, ich glaube, Fires in the Lake dann auch noch zulegen. Wir wollen bei der Einleitung jetzt nicht zu sehr darauf rumreiten. Fakt ist, ich hoffe, dass euch die Regelerklärung dabei hilft, das Spiel zu verstehen, wenn ihr jetzt versucht, euch aus dem Spiel zu holen. Denn das Spiel ist auch auf Deutsch vielleicht verfügbar. Bei Ubuntu Grebe gibt es gerade so wie die P500 damals, ja, also ihr könnt es auf Deutsch vorbestellen, und wenn sich genug deutsche Vorbesteller melden, dann wird das Spiel auch auf Deutsch erscheinen. Ja. Und das ist jetzt eben wichtig, dass ich euch das Spiel erkläre, damit ihr seht, was macht man denn in dem Spiel eigentlich. Und im Fazit gehe ich dann noch wirklich auf die thematischen Aspekte des Spiels ein, weil es ist wirklich ein Top-Spiel, eine absolute Granate, was hier abgeliefert wurde. Ultrathematisch, sehr schön zu spielen, mit harten Entscheidungen, die man treffen kann. Wirklich super. Und ich würde sagen, jetzt haben wir genug gelabert. Den Rest hebe ich mir fürs Fazit auf. Wir gehen jetzt mal in die Spielerklärung. Und ja, schauen wir mal, ob euch das Spiel gefällt. Fehler, wenn ihr Fehler findet in den Regeln, dann schreibt es mir bitte in den Kommentaren. Ich bin auch nur Mensch. Da kann auch passieren, dass ich durch das Erklären vielleicht das eine oder andere nicht erklärt habe oder ein bisschen falsch. Aber ich denke, wir dürften hier zu 95% von dem Regelwerk gut abgedeckt sein. Ja, schauen wir mal rein in das Regelwerk, ob dieses Spiel für euch was ist, und besucht mich auf jeden Fall im Fazit. Bis gleich auf dem Spieltisch. So, herzlich willkommen am Spieltisch. Und ja, hier seht ihr das Spiel schon fertig aufgebaut. Zu, sage ich mal, 98%. Wir müssen noch den Kartenstapel da finishen, dass ihr gleich euch dann später hat, auch mit dem Spielende natürlich zu tun und mit dem Aktionsmechanismus. Aber ich werde euch vorher erst wieder erklären, ja, was macht man in dem Spiel, was seht ihr hier denn alles eigentlich? Ja, das hier ist der Standardaufbau an der Rückseite des Rules of Play Books. Da seht ihr hier, wie der Aufbau vonstatten geht. Also das Ganze geht hier wirklich recht schnell, wie man das macht. Ja, und ihr spielt ja Robin Hood gegen den Sheriff von Nottingham, und da hat natürlich jeder sein eigenes Aktionsboard. Ja, das heißt, wir haben hier den Sheriff und wir haben Robin Hood. Als erstes werde ich euch dann Robin Hood zeigen. Wir haben auch diverse natürlich ja, Holzteile hier. Hier seht ihr die von Robin Hood mit seinen Merryman. Lager kann man aufstellen und die Auktionsauswahlsteinchen hier. Oder Meeple. Ja, der Sheriff hat hier seine Henchmen, ja, also auch hier eine gewisse Anzahl von Henchmen und ja, Zielanzeigesteine. Das sind nicht Aktionswahlsteine, sondern diese hier braucht man, um anzuzeigen, auf welche Felder man denn die Aktionen macht. Ja, die kann man auch hier irgendwo abstellen. Die sind wirklich sehr wichtig. Und natürlich gibt es noch Geld dazu. Wir haben hier Schillinge. Ja. Und Würfel, die braucht Robin Hood für den Kampf. Und ansonsten jetzt zum Spielplan. Ja, ihr seht hier natürlich Nottingham und die ganzen ja, Parishes, das sind sozusagen Glaubensgemeinschaften hier. Und diese Ortschaften sind miteinander benachbart, aber mit gewissen Einschränkungen. Ja, ihr seht hier so graue Linien, ich hoffe, man kann das sehen an der Kamera. Diese graue Linie ist eine Grenzlinie, und das ist sozusagen, Blüss ist benachbart zu Taxford. Ja, also das ist eine Grenze für Nachbarschaft. Hier gehen Straßen durch und es geht ein Fluss durch natürlich hier. Und dieser Fluss, ja, der hebt benachbarten Seiten auf. Das heißt, hier Newark ist zwar benachbart zu Taxford, weil hier eine Brücke ist, aber Newark ist nicht benachbart zu Bingham, weil hier ein Fluss ist. Ja, im Laufe des Spiels könnt ihr Flüsse bauen, Flüsse sage ich, könnt ihr Brücken bauen über die Flüsse, dann werden die auch zueinander benachbart sein. Ja, also hier muss man
Es ist schön dargestellt, finde ich. Anfang muss man da ein bisschen gucken, aber da kommt man dann schön rein. Ja, das heißt, auch das wären die Benachbarschaften. Ihr seht hier Nottingham. Ja, Nottingham ist benachbart zu Southville, zu Sherwood und zu Mansfield, ist aber nicht benachbart zu Bingham. Ja, so viel erstmal zur Landschaft selber. Dann gibt es hier diese Parishes, wie ich schon erwähnt habe, und diese Parishes sind entweder unterdrückt, ja, das ist submissive, submission ist quasi abschnüren, unterdrücken, ja, also die sind von Sheriff natürlich unterdrückt, und es gibt hier den Zustand Revolte. Ja, man flippt den Token, und das ist natürlich gut für Robin Hood, weil der will ja natürlich eine Revolte anzetteln gegen den Sheriff, und ja, diesen Marker kann man dann eben flippen, das ist dann wichtig für den Verlauf des Spiels natürlich. Ja, wir haben hier eine Leiste für Justice und Order, das ist sehr spielbedeutend, denn der Sheriff will natürlich viel Order, also der will viel Ordnung haben, und Justice heißt Gerechtigkeit, Robin Hood steht für Gerechtigkeit, ja, der will natürlich viel Gerechtigkeit haben in diesem Spiel. Hier haben wir eine Royal Inspection Leiste. Diese Leiste brauchen wir dann später, wenn eine gewisse Karte gezogen wird. Das Gefängnis. Hier kommen benutzte Kutschen rein. Und hier haben wir den Aktionsauswahlmechanismus. Zumindest einen Teil davon. Ja, jetzt mal zum Ziel des Spiels, damit ihr gleich mal wisst, warum wir das Ganze eigentlich spielen. Und zwar, das Spiel geht so lange, bis dieses ganze Event-Deck hier aufgebraucht ist. Und das kann auch schon früher beendet werden, denn jedes dieser Event-Decks, das wir natürlich vorbereiten müssen, hat eine königliche Inspektionskarte darin. Und das ist eigentlich immer die achte Karte, die man zieht. Und wenn man in dieser achten Karte, wenn die königliche Inspektion kommt, einer, ja, der Kontrahenten mindestens den Wert von 5 erreicht, hat man sofort das Spiel gewonnen. Wenn King Richard zurückkommt, ich zeige euch die Karten dann, das wäre dann die letzte Karte von diesen 24 Karten, dann gewinnt der Spieler, der ja, bei dem dieser Anzeiger auf seiner Seite ist. Ja, letzte Partie war ziemlich knapp, da hat Robin Hood gewonnen mit einer 1 auf Justice. Das versucht man im Spiel zu machen, ja, möglichst viel Justice zu sammeln. Und wenn man das verliert oder gewinnt, dann wandert dieser Marker natürlich immer hin und her. Ja, das angesprochene Event-Deck, das das Spiel natürlich steuert. Wir haben ja ein Coin-Spiel, das heißt, es ist immer dieses System mit einem Event-Kartendeck, welche das Spiel oder die Spiellänge steuert und euch Aktionsmöglichkeiten gibt. Es werden am Spielanfang drei Stapel erzeugt. Es gibt hier diese zufälligen Eventkarten, zum Beispiel hier LNA Dale oder Will Scarlet hier. Ich zeige euch das mal. Und ja, wenn diese Karten zusammengestellt werden, dann wird eine Royal Inspection Karte ganz unten hingelegt. Ja, das brauchen wir eben. Das ist eben in drei Teile aufgeteilt. Ich drehe hier kurz mal noch den Schirm so. Und nehmen wir an, die ist jetzt ganz unten natürlich. Dann kommt dazu noch vier normale Eventkarten, zufällig natürlich. Ja. Die werden dann auch nach unten gelegt, also 1, 2, 3, 4. Dann wird in diesen vier Karten noch eine Fortune-Karte reingemischt. Und zwar diese Fortune-Karte gibt beide Seiten immer eine gute Möglichkeit, die durchgeführt werden kann meistens. Ja, die wird gezogen, dann wird das hier durchgeführt. Die wird auch reingemischt, ja, aber nicht natürlich. Also richtig wäre es so, die Karte gibt man erstmal beiseite. Man wählt vier von diesen zufälligen, dann eine Fortune-Karte, mischt die Fortune-Karte dann mit den vier zufälligen, gibt dann nochmal zwei zufällige Eventkarten drauf. Und dann eben die Royal Inspection Karte unten rein. So, das sind jetzt diese drei Stapel hier. Wichtig ist, dieser King Richard's Return ist die letzte Karte im Spiel. Ja, das heißt, statt einer Royal Inspection gibt es den King Richard's Return. Das ist der erste Stapel. Darauf kommt der zweite Stapel und dann
Der dritte Stapel. So, das ist euer Spielmotor für dieses Spiel, ein 24-Karten-Deck. Der Rest an Karten wird vom Spiel entfernt. Hier haben wir ein Deck mit Reisenden, da werden auch zwei Karten davon entfernt. Den Rest mischt man einfach, legt das neben den Spielplan. So, und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie die Aktionen funktionieren, beziehungsweise, ja, ich würde erstmal anfangen, bevor wir mit den Aktionen starten. Was versuchen denn beide hier? Das sind ja asymmetrische Fraktionen. Robin Hood versucht, sein Geld irgendwie zu bekommen, indem er Kutschen ausraubt oder diese Reisenden ausraubt. Ja, das ist sozusagen meistens auch die Reisenden, das ist so seine Hauptgeldquelle, wie der an Geld rankommt, ist ja auch thematisch klar. Er plant Überfälle und versucht natürlich die Reisenden auszurauben. Der Sheriff hingegen, der bekommt sein Geld, wenn Kutschen zu ihm reinkommen. Ja, das heißt, er besteuert die diversen Ortschaften, generiert dann Kutschen. Wenn die reinkommen, ja, dann kann er viel Geld damit erzeugen. Und wenn so eine Royal Inspection kommt, dann bekommt der Sheriff auch Geld, je nachdem, wie viele unterdrückte Ortschaften er hat. Robin Hood bekommt Geld, je nachdem, wie viele Lager er gebaut hat. Ja, und mit diesem Geld, das braucht man hauptsächlich, um dann seine Aktionen durchzuführen und dann auch hier seine Handlanger beim Sheriff oder Robin Hood, seine Merrymen zu bewegen. Ja, die Merrymen, die sind verdeckt oder aufgedeckt. Ja, ihr seht hier das Silbersymbol. Wenn der so dasteht, ist er natürlich aufgedeckt. So hat er sich versteckt. Hier seht ihr das Robin Hood Piece. Ah, doch nicht, das ist er. Das ist Robin Hood. Robin Hood zählt auch in jedem Fall als Merryman. Ja, der ist natürlich verdeckt. Man spielt das Spiel natürlich immer, wenn Robin Hood verdeckt wird oder unter verdeckten Merryman steht. Ja, muss halt der Sheriff kurz mal weggucken, dann vertauscht man die. Und ja, dann weiß der jetzt nicht mehr, wo der sich hier versteckt hat unter den ganzen Merryman. Ja, die Handlanger, das sind ganz normale Handlanger. Die Handlanger versuchen natürlich, die Merrymans aufzudecken und gefangen zu nehmen, damit Robin Hood es ihm auch nicht gelingt, diese Ortschaften hier ja, auf Revolte zu drehen. Denn wenn Robin Hood das schafft, die auf Revolte zu drehen, dann wird bei der königlichen Inspektion eher einiges an Justice generieren. Ja, das heißt, auch das ist wichtig für den Sheriff zu versuchen, dass nicht zu viele Orte revoltieren, aber ihr werdet gleich an den Aktionen sehen, dass das alles ganz, nicht ganz so einfach ist. So, der Kernmotor des Spiels ist wirklich ganz einfach. Wir haben hier einen Auswahlmechanismus. So, das ist ein Steinchen für Robin Hood und ein Steinchen für den Sheriff. Robin Hood beginnt jede Ballade, ja, also jeder dieser Stapel, müsst ihr euch vorstellen, ist eine Ballade. Das ganze Spiel wird als Geschichte erzählt. Ja, und Robin Hood beginnt eine Ballade immer als erster Spieler. Ihr seht hier, First Eligible ist also der Erste, der berechtigt ist zu ziehen. Und wenn er dran ist, dann darf er sich eines dieser drei Aktionen aussuchen oder eine Aktion hier auf der Eventkarte, welche hier natürlich verknüpft ist mit dem Event. Wie funktioniert das? Die Runde läuft jetzt so ab. Wir ziehen eine Aktionskarte. Hier im Beispiel Will Scarlet. Dann gibt es hier einen hellen Effekt und einen dunkleren Effekt. Der helle Effekt ist eigentlich für den Robin Hood Spieler, der dunkle Effekt für den Sheriff. Was der dann kann, zeige ich euch dann später, weil wenn ihr noch nicht Ahnung von der Materie habt, macht das jetzt keinen Sinn. So, und was man jetzt machen kann, oder was der Robin Hood Spieler jetzt machen kann, ist, er setzt sein Steinchen hier auf Single Plot, auf Event oder auf Plots and Deeds. Single Plot bedeutet, er darf hier eines seiner Plots durchführen. Ja, Plots sind Handlungen in dieser Geschichte, Deeds sind Taten. Wenn er das jetzt macht, wählt er einen Plot aus und führt ihn durch. Klingt erstmal ganz einfach. Wenn er Event wählt, darf er
quasi die Aktion der darf er die Aktion dieser Ereigniskarte durchführen. Ja, das heißt, wir haben hier den hellen Effekt, geht er hier rauf, dann kann er diesen Effekt durchführen. Macht er Blots und Deeds, dann kann er einen Plot durchführen und danach einen seiner Deeds durchführen. Die funktionieren ähnlich wie die Plots, das sind aber stärkere Effekte, die auch meistens weniger kosten, ja, oder auch Kosten haben, aber das sind stärkere Effekte, finde ich, als die Plots. Einziger Nachteil, je weiter du hier rauf gehst in der Leiste, bist du dann eben natürlich nicht der erste Spieler in der nächsten Runde bei der Eventkarte. Ja, das heißt, ich sage immer so, wir ziehen eine Eventkarte, Runde 1, ja, zweite Eventkarte, Runde 2. Das heißt, würde Robin Hood jetzt Plots und Deeds nehmen, der Sheriff einen Single Plot oder Event, dann würde bei der nächsten Eventkarte, wenn wir die ziehen, in der nächsten Runde, dann der Sheriff Startspieler sein. So, wenn so eine Eventkarte gezogen wird, werden auch noch die Kutschen bewegt. Das sieht man an diesem Symbol hier. Dazu kommen wir aber dann später. Aktuell sind noch keine Kutschen auf dem Spielplan. Wir kommen jetzt erst zu den Aktionen von Robin Hood und seinen Plots. Ich halte euch das mal hier kurz in die Kamera, dann könnt ihr stoppen ganz kurz und euch das mal durchlesen. Ich werde euch das jetzt natürlich immer vorlesen, was die tun können. So, wenn Robin Hood jetzt den Single Plot macht, dann hat er noch einen zweiten Aktionsstein und den kann er jetzt natürlich auf eines dieser Plots setzen. Wir kommen jetzt zum ersten Plot, Recruit. Das heißt, er darf rekrutieren. Jeder Spieler bekommt ja am Anfang noch Schillinge. Ja, falls ich das nicht erwähnt habe, der Robin Hood Spieler bekommt 10 Schillinge, der Sheriff bekommt 11 Schillinge. Und diese Schillinge braucht man nur, um diese, also zu 98% außer von Eventkarten gefordert, braucht ihr diese Schillinge nur, um eure Plots oder Deeds zu bezahlen. So. Er macht jetzt Recruit. Hier steht Kosten 1 Schilling pro Feld, ja, per Space. Location up to 3 non-submissive spaces. Ja, das heißt bis zu 3 nicht-submissive spaces. Wir haben nur einen, das ist der hier, Revolte. Oder wir haben die Wälder. Ja, die Wälder gibt es auch noch. Southwell und Shirewood sind ja nicht submissive, die haben keine Zustandsmarker. Da kann er jetzt rekrutieren. Ja, das kostet ihm einen Schilling. Jetzt haben wir diese Anzeigenpöbel da. Ja, jetzt sagen wir einfach mal, Robin Hood möchte hier rekrutieren, hier und hier rekrutieren. Und diese Steine sind sehr wichtig, weil man muss sehr viel überlegen in diesem Spiel und manchmal wieder revidieren. Ja, also die sind wirklich cool, benutzt die auch. Jetzt zahlt der 3 Schilling. Ich werde jetzt die Schilling natürlich nicht immer wieder abgeben. Ja, das würde umständlich sein. Also jetzt geben wir 3 Schillinge ab und können dann in jedem dieser Felder rekrutieren. So, dann steht hier Place one Merryman or replace a Merryman with a Camp. Plus one Justice. Das heißt, er könnte jetzt einen Merryman platzieren. Ja, oder er könnte diesen Merryman entfernen und ein Camp bauen. Und für ein Camp bekommt man, wenn es gebaut wird, plus eins Justice. Ja, das heißt, wäre das die erste Aktion, dann geht der gleich hier auf Justice 1. Wenn sich aber ein Camp darin befindet, ja, und er wählt hier rekrutieren, dann darf er 2 Merrymen in dieses Feld bringen. So. Und natürlich kann er hier auch noch einen Merryman rekrutieren. Aber so funktioniert ja das Rekrutieren. Also eigentlich eine ganz einfache Aktion und muss wirklich gut überlegt werden. Also nur auf Felder, die nicht submissive sind. Hier gibt es noch das Feld Ollerton Hill, das wird aber verfügbar durch ein Event, das hier gezogen wird. So, entfernen wir die wieder und kommen wir zum nächsten Plot. Das wäre hier der Sneak. Ja, Sneak, thematisch gesagt, das ist im Endeffekt Schleichen, ja, oder schleichend unauffällig bewegen, kostet einen Schilling per Origin. Also hier heißt es nicht per Space, sondern per Origin. Origin meint man,
ein Feld, das man wählt, von dem gegangen wird, das Ursprungsfeld. Ja. Das heißt, wir dürfen bis zu drei Origin Spaces mit Merriman auswählen. Ja, also im Endeffekt nehmen wir mal den hier. Kostet mich natürlich einen Schilling pro Feld. Und das Prozedere ist, ich kann jetzt beliebig viele Merriman in benachbarte Felder bewegen. Ja, also das ist hier der Ausgangspunkt und ich kann hier mich nach Belieben von diesem Ausgangspunkt meine Merriman auf die Landkarte verteilen, aber natürlich nur auf benachbarte Felder. Ihr wisst ja, Flüsse zum Beispiel sind ja nicht benachbart, hier zum Beispiel wird es nicht funktionieren, aber das ist natürlich definitiv möglich. So, und was muss man jetzt aufpassen? Wenn man diese Merriman jetzt bewegt und die Anzahl der sich bewegenden Merriman plus Henchmen in diesem Feld würde 3 übersteigen, dann müssten wir unsere Merriman aufdecken. Ja, das heißt, wenn ich mich mit den Zweien jetzt hier hineinbewege, dann müsste ich Robin Hood und einen Merriman aufgedeckt hinstellen. Das ist auch unerheblich, wie viele schon da sind vorher. Ja, es kommt nur auf die Henchmen drauf an. Würde ich mit einem einzelnen Merriman hier reingehen, ja, dann würde nichts passieren. Ich versuche das auch thematisch zu erklären. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, ja, wenn sich viele Leute bewegen, dann werden die eher entdeckt, als würden sich ja, weniger Leute bewegen natürlich. Haben wir hier zwei im Henchmen stehen und ich würde einen reinbewegen, dann wird der natürlich auch aufgedeckt. Das ist wichtig zu beachten. Das ist eine coole Mechanik. Ansonsten, wenn die aufgedeckt wären, dann dürftet ihr sie verstecken. Ja, jetzt nehmen wir mal an, die hier wären aufgedeckt, würden sich bewegen, dann dürften sie sich gleich verstecken. So. Also das benutzt man eigentlich, ja, wenn jetzt Robin Hood aufgedeckt ist, aus irgendeinem Grund, weil er gerade vom Gefängnis kommt oder so, ja, dann bewegt man ihn rein und darf ihn dann auch gleich verdecken, wenn wir hier die Anzahl an 3 nicht überschreiten. Ja, also Henchman plus Merryman darf 3 nicht überschreiten. So, dann kommen wir zum nächsten Plot und das ist der Raub. Der Raub kostet mich 0 Schillinge. Und da ist jetzt Folgendes. Ich bring da mal 2 Kutschen ins Spiel. Und zwar die hier und die hier, wie das funktioniert dann eben beim Sheriff. Und Robin Hood kann jetzt eigentlich 3 Arten von Raubzüge durchführen. Und zwar natürlich nur da, wo verdeckte Merrymen stehen, kann er das machen. Ich stelle da auch noch ein paar rauf. Das wird dann ganz lustig anzusehen. So. Er kann jetzt diese 3 Arten Raub durchführen. So, was kann er wählen? Er kann wählen, dass er einen Reisenden überfällt. Ja, ihr kennt das von den Filmen. Ja, so ein reicher Händler taucht da auf, Robin Hood überfällt ihn, raubt ihn aus. Er kann sich entscheiden, so eine Kutsche zu überfallen. Oder er kann sich entscheiden, Nottingham zu überfallen. Ja, er kann natürlich auch solche Gefolgsleute hier nach Nottingham reinstellen. Das ist absolut legitim und könnte auch Nottingham überfallen. Ich würde sagen, wir kommen erst zum Reisenden, wie das funktioniert. Sagen wir, Robin führt jetzt 3 Raubzüge durch und er sagt, in diesem Feld hier will ich einen Reisenden überfallen. Ja, da gehen wir jetzt den hier noch drauf. Das geht in jedem Feld übrigens. Ja, wäre das hier oben, ist das natürlich auch möglich. So, dann zieht Robin Hood eine Karte. Es taucht ein reicher Händler auf. Also ich habe es vorher gemischt. Zufälligerweise auch gerade der reiche Händler da. So, und der hat jetzt 2 Sachen, die man entscheiden kann. Ja, eine Sache, die nicht so schlimm ist, wenn es fehlschlägt, oder eben wenn man gewinnt, ist es vielleicht besser. Beziehungsweise wenn man fehlschlägt, ist das, sagen wir so, das ist das weniger Risiko, das ist höheres Risiko mit mehr Gewinn.
Und zwar hier, wenn er erfolgreich wäre, würde er 2 Schilling bekommen im guten, also im oberen Effekt, wirft die Karte in den Abwurfstapel, aber wenn er Fehlschlag hat, ja, dann wird die Karte auch einfach in den Abwurfstapel gelegt. Der untere Effekt, er würde 4 Schillinge bekommen und gibt die Karte in den Opferstapel. Das kann manchmal vielleicht sogar nachteilig für ihn sein oder auch vorteilig, aber eher, letztes Mal hatte ich so, dass es ein Nachteil war, weil er den natürlich ausraubt, tötet, ja, das ist nicht cool. Aber wenn er fehlschlägt, bekommt der Sheriff 2 Schillinge und die Karte wird in den Abwurfstapel gelegt. Ja, das wäre der Nachteil, wenn er den Raub nicht schafft, würde ich 2 Schillinge bekommen. So, jetzt hat er hier einen Schildwert und das ist wirklich total einfach. Der hat einen Schildwert von 1, wie man hier sehen kann. Bedeutet, ich muss einen Würfel werfen und meine aufgedeckten meine aufgedeckten Merriman dazu rechnen. Das habe ich jetzt gerade nicht im Detail erklärt. Und zwar funktioniert es eigentlich so, noch genauer gesehen, man zieht die Karte erst, nachdem man die Merriman aufgedeckt hat. Ja, das heißt, ich muss vor dem Kampf entscheiden, wie viel Merriman kämpfen denn gegen diesen Reisenden. Ja, die wissen ja nicht, wer kommt. Ich decke jetzt mal 2 auf. So, dann ziehe ich die Karte, schaue ich mir an, was die kann. Dann lese ich natürlich, ja, und wähle, was ich würfeln will. So, wir nehmen jetzt den oberen Effekt und müssen jetzt diesen einen Schildwert übertreffen. Ja, und wie schaffen wir das denn zu übertreffen, diesen Schildwert? Das ist ganz einfach, alle Merrymen, die jetzt aufgedeckt worden sind, ja, plus das Würfelergebnis müssen diese 1 übertreffen. Klingt einfacher als es ist, weil ihr müsst ja natürlich noch würfeln, das heißt, es ist auch Glück dabei. Wichtig ist aber, es zählen nur die Merrymen dazu, die aufgedeckt worden sind für diesen Kampf. Ja, das ist auch thematisch hintergründig, warum. Ja, kennt ihr Robin Hood, der taucht immer aus dem Hinterhalt auf und Leute, die schon aufgedeckt sind, ja, die sind ja nicht mehr versteckt. Also können die eigentlich an dem Hinterhalt ja gar nicht teilnehmen. Das wäre ja unlogisch. Ja, also auch thematisch mega gut gemacht. Das heißt, ich hätte jetzt schon eine Stärke von 2. Jetzt kommt es darauf an, wo ich den Raub durchgeführt habe. Im Wald oder bei einem Revolt Space, ja, der Revolte ist immer gut für Robin Hood, ja, darf ich den grünen Würfel werfen. Der hat stärkere Zahlen drauf, plus 1, plus 2, minus 1, plus 3 und 0. In allen anderen Feldern, ja, muss ich den roten Würfel werfen. Der hat 0, minus 1, plus 1, minus 1, minus 2. Ja, also ihr seht schon, der ist ein bisschen schwächer. Jetzt haben wir einen Wald, das heißt, ich würfle den grünen Würfel. Da haben wir eine 0, das heißt, 2 Merrymen sind schon Stärke 2 gegen 1. Ich habe den Raub geschafft. Ja, die Karte wird dann abgeworfen und Robin Hood darf sich 2 Schillinge nehmen. Hätte er die untere Seite gewählt, ja, dann würde ich 4 Schillinge bekommen. Und diese Raubzüge sind natürlich total unterschiedlich. Wir haben hier auf dem Sichtschirm, den wir auch dabei haben, eine Übersicht an Karten, welche Reisende können denn auftauchen, mit welchen Belohnungen oder welchen Aktionen, Auswahlmöglichkeiten sie dann auch haben. Also nochmal im Short-Überblick, wie der Raub funktioniert. Wir decken Merryman auf, so viel wie ich möchte, in dem Fall 2, ziehen eine Karte, wählen aus, würfeln dann. Ja, hier habe ich gutes Beispiel, minus 1, 2 minus 1 ist 1, habe ich den Raub leider nicht geschafft. Ja, dann führen wir den nicht geschafft Effekt der Karte durch. Ein kleines Detail noch am Rande. Robin Hood hat die Besonderheit, wenn er aufgedeckt dasteht, dann kann ich ihn trotzdem zum Raub hinzufügen. Ja, aber bevor ich die Karte ziehe. Wie vorher erwähnt, ist es ja nur möglich, Merryman, die ich gerade aufdecke, zum Raub hinzuzufügen, aber Robin Hood, wenn der auch aufgedeckt dasteht, kann ich den auch schon für den Raub
verwenden, weil er natürlich, er ist ja Robin Hood. So, und die anderen sind dann auch eigentlich ganz einfach. Wenn ihr Nottingham überfallen wollt, ja, dann kämpft ihr eigentlich nur gegen diese Henchmen, die sich in Nottingham befinden. Ja, in dem Fall keiner. Aber hier wären dann zwei Henchmen gegen zwei Henchmen. Und wenn das passiert, ja, dass Robin Hood hier gewinnt, das heißt, er würde hier würfeln, natürlich mit dem weißen Würfel. Ja, Nottingham ist nicht so einfach. Minus 1, dann hätte er verloren. Aber sagen wir jetzt mal, er hat eine plus 2, dann gewinnt er. Dann muss ihm der Sheriff, also er stiehlt dann zwei Schillinge aus der Schatzkammer des Sheriff, der muss ihm dann zwei Schilling geben. Und Justice geht auch noch um 1 nach oben. So, der dritte Raub wäre eine Kutsche. Bei den Kutschen ist auch ganz einfach. Er entscheidet sich, die Kutsche zu überfallen. Ja, deckt wieder seine Merryman auf, vielleicht einen hier, deckt die Kutsche auf. Das ist eine Schatzkutsche, die 5 Geld geben würde, wenn sie in Nottingham eintrifft. So, diese Kutsche hat eigentlich einen Verteidigungswert von 0. Ja, 0 hört sich jetzt schlimm an, aber das muss er auch erstmal schaffen. Das ist der rote Würfel. Ist auch nicht Revolte, daher roter Würfel. Er würfelt plus 1, dann hat er es geschafft und Robin Hood bekommt 5 Schilling. Ja, da gibt es unterschiedliche Kutschen, die der Sheriff setzen kann. Machen wir die gleich und dann eben später nur noch die Mechanik. Es gibt diese, ja, 5-Geld-Kutsche. Es gibt hier eine Kutsche, wenn sie ankommt, 2 Geld und man bekommt hier einen Schritt auf dem Track. Und es gibt eine Kutsche, die hat von Haus aus schon 2 Verteidigung mit, nur 2 Geld, wenn sie ankommt. Und das ist eben eine Falle. Ja, das heißt, Falle heißt, sie ist Stärke 2. Und das Besondere daran ist, Kutschen können ja, wenn sie sich bewegen, immer einen Henchman auch mitnehmen. Und er muss aufpassen, Kutschen können ja von den Henchmen bewacht werden. Sprich, habe ich hier 2 Henchmen stehen, dann müsste er schon mal gegen Stärke 2 würfeln. Ja. Das heißt, natürlich versucht der Sheriff seine Kutschen hier auch hineinzubekommen. Das wäre der dritte Raub. Also ihr seht schon, eine sehr umfangreiche Aktion eigentlich. Wenn ihr das aber könnt, geht das relativ schnell durch, ist aber total lustig. So, dann kommen wir zu den Deeds. Die kann man eigentlich nur machen, wenn man hier auf Plots and Deeds geht. Dafür ist man dann letzter in der nächsten Aktionsrunde. Und dieser Deed hier wäre Turner Code. Kostet einen Schilling. Dann One Revolting Parish with Merryman. Ja, das heißt hier zum Beispiel ein Revoltierender mit einem Merryman. Replace one Henchman mit one Merryman. Das würde heißen, er kann mit diesem Turner Code, ja, er überredet diesen Handlanger vom Sheriff, dass er sich ihm anschließt und tauscht einfach einen Handlanger mit einem Merryman aus. Sehr stark. Dann haben wir hier Donate, kostet 2 Schilling pro Parish. Wo darf er es machen? Ja, das ist immer sehr schön gemacht. Location up to two submissive parishes with any merryman equal to or greater than henchman. Also in 2 unterdrückten Dörfern im Endeffekt, wo natürlich Merrymen vor ihm stehen. Und es müssen entweder gleich oder mehr Merryman als Handlanger dastehen. Ja, also das hier würde zum Beispiel nicht funktionieren. Ich habe hier mehr, oder der Sheriff hat mehr Handlanger als der Robin Hood-Spieler natürlich. Hier würde es funktionieren. Und stellen wir noch einen rauf. Hier würde es auch funktionieren. In Rashford. Was kann er dann machen? Das Prozedere ist set each parish in revolting. Ja, das heißt, er zettelt da mit Geld Revolten an und dreht die einfach zurück auf Revolte. Dann kann er Swashbuckle machen. Swashbuckle ist ein Wort. Kostet 0 Schillinge, das wäre das hier. Die Location, one space with Robin Hood. Ja, also hier zum Beispiel.
Das Prozedere ist Move Robin Hood up to one Merryman and up to one Merryman to any adjacent spaces. Ja, also er kann sich in ein benachbartes Feld bewegen und sich dann verstecken. Or place Robin Hood from prison in or adjacent to Nottingham. Ja, das heißt, entweder könnte er sich jetzt zusammen mit einem Merryman, natürlich, damit man nicht weiß, was er ist, ja, geht irgendwo hin, muss nicht auf die Henchmen aufpassen und verdeckt sich dann einfach wieder. Wenn man das jetzt macht, bittet man den Sheriff, dass er kurz mal wegguckt. Ihr vertauscht die Marker, damit der Sheriff nicht weiß, wo ist hier Robin Hood. Ja, und die zweite Möglichkeit wäre, ihr könnt ihn aus dem Gefängnis rausholen und könnt ihn dann benachbart zu Nottingham in eines dieser drei Felder platzieren. Ja, also passiert natürlich, wenn der Sheriff den Gefangenen nimmt, ja, einfach dann den Robin Hood hier platzieren mit Swashbuckle. So, und dann gibt es noch Inspire, kostet 0 Schilling, Location, One Parish with Hidden Robin Hood. Ja, das heißt, ja, haben wir jetzt irgendwo Robin Hood steht zum Beispiel hier, verdeckt. Dann reveal Robin Hood to set the parish to revolting or if it's already revolting, instead reveal Robin Hood to shift favor. Das ist ganz starke Aktion. Ihr deckt Robin Hood auf, macht die Submissive sofort auf Revolte oder wenn es revoltiert, ja, dann deckt ihr Robin Hood auf und bekommt einmal hier Favor für Justice. Das waren die Aktionen von Robin Hood. Also er kann natürlich rekrutieren, er kann sich bewegen und verstecken, er kann ausrauben, er ja, kann diese Dörfermarker hier drehen. Das heißt, er beeinflusst das Volk natürlich, ja, entweder mit Geld oder mit seiner Inspiration, wenn er sich aufdeckt. Und mit Swashbuckle kann er sich aus dem Gefängnis holen und befreien. Das sind die Aktionen von Robin Hood. Jetzt geben wir das mal beiseite und schauen uns die Aktionen des Sheriffs an. Kommen wir zur ersten Aktion oder zum ersten Plot, das Hire. Kostet 2 Schillinge pro Feld, Location up to 3 Spaces, see Procedure for Details. Das heißt, mit Hire kann er natürlich neue Henchmen anordern. Und die Location, ja, bis zu 3 Felder und das Prozedere vor Details ist wirklich ganz einfach. Ist halt teuer, ja, du zahlst 2 für jedes Feld. Wir nehmen zum Beispiel mal hier Nottingham und vielleicht Newark. So, da steht ja Place up to 2 Henchmen in Submissive Parishes. Bedeutet, ich kann 2 meiner Handlanger in unterdrückte, also Submissive Dörfer stellen. Ja, das hätte jetzt 4 Schilling gekostet. Und dann darf ich 4 Henchmen in Nottingham platzieren. Ja, Nottingham, wenn ich auswähle, bekomme ich 4 Henchmen rein. Und dann, das ist ganz wichtig, set each revolting parishes with more henchmen than merryman to submissive. Bedeutet, ich darf jetzt jedes, das hier revoltiert und mehr Handlanger als Merryman dastehen, wieder zurückdrehen auf Unterdrücken. Ja. Hier wird es natürlich nicht funktionieren. Hier ja, braucht man nicht, also das würde jetzt so jetzt gar nichts bringen natürlich, aber sagen wir mal, die Situation wäre diese hier und wäre diese hier. Ja, dann ist hier 2 zu 1, dann würde ich das umdrehen, 2 zu 1, ich drehe das wieder zurück. Und der Sheriff braucht das auch, das werdet ihr dann gleich mit den Kutschen sehen. So, das wäre das Anheuern. Wir haben dann Patrouille machen. Kostet mich 2 Schillinge pro Destination. Ich sage immer mich, weil ich habe gestern auch den Sheriff gespielt. Bis zu 3 Felder darf ich auswählen. Und egal welche Felder natürlich. Und kann jetzt meine Henchmen da bewegen. Und das ist anders als bei Robin Hood. Denn ich will euch Robin Hood nochmal zeigen. Robin Hood wählt ein Feld aus, von dem er seine Leute aufteilen kann.
Der Sheriff wählt jetzt ein Feld, in das er Henchmen hineinziehen kann. Ja, sagen wir jetzt mal, der Sheriff wählt Patrol auf, wie heißt es hier? Taxford. Und er sagt, er nimmt nochmal hier, was können wir da noch tun? Als Beispiel vielleicht das hier und er wählt Patrouille nach hierhin. Der wählt ein Feld, wo er eben seine Handlanger von benachbarten Feldern hineinziehen kann. Nehmen wir mal Taxford. Patrouille nach Taxford. Ich kann jetzt beliebig viele Handlanger als Sheriff nach Taxford ziehen, die benachbart sind. So, zum Beispiel einen von hier und einen von hier. Was ich dann noch machen kann, reveal one Merryman per Henchman now there. Or per two henchmen in forests. Das heißt, ich kann jetzt diese Merrymans aufdecken, 1 zu 1. Da stehen jetzt zwei Henchmen, also könnte ich, wenn die jetzt verdeckt werden, zwei Merrymen aufdecken. Wichtig, wenn ich das jetzt im Wald mache, dann brauche ich zwei Merrymen, um einen Pöbel aufzudecken. Ja, das würde dann so aussehen. Ja, also hier 2 zu 1, dann dürfte ich den aufdecken, aber ein zweiter geht halt nicht mehr. Ja, weil auch thematisch geil gemacht, im Wald jemanden zu entdecken, ist schwierig. So, und ihr seht, so wird das funktionieren. Also ich kann jetzt einen hier reinstellen und dann könnte ich so sagen, ja, ich mal ziehe da noch einen rein. Oder nochmal als Beispiel, ich habe das zweite Feld gewählt hier. Das ist natürlich alles eine Aktion. Ja. Nochmal zur Veranschaulichung: dieses Feld gewählt, dieses Feld gewählt. Ich ziehe ihn hier rein und dann kann ich aufdecken. Hier hätte ich mir gedacht: Okay, ich wähle hier Shire Wood, dann kann ich den hier rüberziehen, den hier runterziehen und sogar aus Nottingham auch noch einen rausziehen. Ist das nicht geil? Ja. Komplett anders als der Robin Hood, der sich ausbreiten versucht und der Sheriff versucht, sich hier zusammenzuziehen aus benachbarten Ländern. Sehr geil. So, die nächste Aktion. Ich kann ein Capture durchführen, also Leute gefangen nehmen. Und logischerweise kann ich nur aufgedeckte Merrymen gefangen nehmen, weil ich die ja sehe und die weiß, dass die ja existieren, thematisch gesehen. Und ich kann dann ein Remove One Remealed Enemy Piece, und das ist jetzt wichtig, per Henchman for two Henchmen in Revolting Parishes, bedeutet, das ist das ähnlich wie beim Aufdecken, ich kann pro Henchman, den ich habe, ein gegnerisches Teil entfernen. Ja, jetzt habe ich hier drei Henchmen, mache ich Capture, kann ich die zwei gefangen nehmen und ins Gefängnis stellen, nicht stehlen. Enemy Piece bedeutet aber auch hier, ja, entweder Lager oder auch Robin Hood zum Beispiel. Jetzt ist aber der Unterschied, in revoltierenden Gegenden, ja, das ist ganz wichtig, kostet es mich ähnlich wie vorher beim Aufdecken zwei Henchmen, um einen zu entfernen. Ja, weil die verstecken sich jetzt in der revoltierenden Menge und dadurch ist es natürlich schwieriger, die gefangen zu nehmen. Das ist thematisch so geil unterschiedlich gemacht, aber doch irgendwie wieder gleich. Ja? Aufdecken ist schwieriger im Wald, gefangen nehmen ist schwieriger in der Revolte, logisch. Ja? 2 zu 1, ich dürfte hier nur einen wegnehmen. So, ich kann aber auch Lager oder Robin Hood entfernen natürlich. Jetzt nehmen wir einfach mal dieses Beispiel hier im Wald. Wenn ich da jetzt ein Piece entfernen will, muss ich als erster die Merryman nehmen. Ja, die schützen den Robin Hood. Ja. Ist kein Merryman mehr da, kann ich Robin Hood nehmen. Ist auch Robin Hood weg, könnte ich sogar ein Lager entfernen. Das kommt dann natürlich zurück in den Available Forces bei Robin Hood. Und bei Capture, die Leute kommen natürlich in den Prison. Das heißt,
Auch Lager könnte entfernen. Wichtig ist, wenn ihr so ein Lager entfernt, Robin Hood bekommt den Siegpunkt für ein Lager, ja, also sein Justice, dann könnt ihr alles wieder auf Order stellen. Ja. Aber eben die Reihenfolge ist wichtig. Erst der Merryman, dann Robin Hood und dann sind die Lager zu entfernen mit Capture. So, dann kommen wir zu den Deeds vom Sheriff. Der Ride kostet 0 Schillinge. Er kann jetzt ganz schnell seine Leute ausreiten, mit berittene Leute verschicken, so muss man sich das vorstellen. Die Location ist Nottingham and one parish. Ganz wichtig, hier steht one parish, also ein Dorf im Endeffekt. Und das ist irgendein Dorf, ja? Auch wenn man es am Anfang nicht glauben kann. Was kann er da machen? Das Prozedere ist eben, move up to four henchmen from Nottingham to any one parish. Das ist natürlich heftig. Ja, ich könnte theoretisch, hier unten seht ihr Ramsden, ja, ist ja nicht benachbart zu Nottingham, aber ich könnte jetzt bis zu vier hier reinstellen. Das ist natürlich gut, ja, ich könnte dann mit einem Hire das Ganze auch wieder umdrehen, weil ich jetzt mehr habe als die hier. Aber es wird kein Robin Hood Peace aufgedeckt. Ah, das ist der Unterschied zur normalen Bewegung und der Unterschied auch, ich kann hier natürlich ein beliebiges Parish wählen. Darum sage ich, die Deeds, die Taten sind natürlich etwas stärker als die Plots. Ja, der nächste ist Confiscate, also konfiszieren. Up to two submissive parishes with henchmen. Das heißt, zwei unterdrückte Dörfer mit Henchmen. Ja, zum Beispiel die beiden hier. Place an available carriage in each parish, then set each parish to revolting. So, jetzt folgendermaßen. Das ist die Möglichkeit jetzt für den Sheriff, eines seiner Kutschen zu platzieren. Da nimmt man doch mal gerne den Sichtschirm, weil man ja nicht möchte, dass irgendwie hier durch ein Unglück passiert, dass der andere Spieler sieht, welche Kutschen man wählt. Die Kutschen habe ich schon vorgestellt. Es gibt eben die 5er Schatzkutsche, 2er Kutsche, also 2 Geldkutsche mit der Möglichkeit hier eins hoch, also eins hoch zu gehen, ja, entweder hier oder hier, je nachdem wer es bekommt, oder die Fallenkutsche mit 2 Verteidigung, jeweils 2 Stück. Der Sheriff wählt jetzt verdeckt eine dieser Kutschen, hat schon die beiden hier ausgewählt, setzt eine Kutsche hier und eine Kutsche hier. Thematisch gesehen passiert Folgendes. Er konfisziert jetzt wieder einmal die Steuern. Ja. Was jetzt passiert? Die Schatzkutschen würden sich dann auf den Weg machen. Die Bürger sind böse und drehen sich auf Revolting. Und das ist schon hart, weil wenn diese Royal Inspection kommt, will man nicht, dass hier Revolte ist, logischerweise. So, und wie bewegen sich diese Kutschen? Das ist jetzt dieses Symbol hier auf den Eventkarten. Das heißt, als allererstes, wenn man jetzt so eine Eventkarte zieht, dann hier zum Beispiel zweimal Kutsche heißt, ich muss zwei Kutschen bewegen. Ich kann nicht, sondern ich muss die zwei Kutschen bewegen. Und wenn das jetzt aufgedeckt würde, ja, dann wählt man ein benachbartes Feld, das mit einer Straße verbunden ist. Hier zum Beispiel, ja, die Kutsche geht von hier nach hier, die Kutsche geht von hier nach hier. Und das war es im Endeffekt. So bewegen sich die Kutschen. Und wenn die Kutsche hier nach Nottingham kommt, bekommt der Sheriff seine Steuer oder sein Steuergeld natürlich ausbezahlt. Ja, logisch. Wenn Robin Hood die Kutsche vorher überfällt, dann bekommt Robin Hood die Kutsche und die Steuern waren hier umsonst eingetrieben. Aber nicht vergessen, wenn sich so eine Kutsche bewegt, dann habt ihr die Möglichkeit, das steht leider erst hinten irgendwo ganz klein in einem Spielbeispiel. Wenn die Kutsche sich bewegt, kann sie ein Henchman begleiten auf ihren Weg, um die Kutsche zu beschützen natürlich. Ja, das lässt natürlich jetzt da ein paar Bluffsachen zu. Du könntest auch ja, so eine Fallenkutsche da hinlegen, den dazu noch mit einem Henchman begleiten. Robin Hood glaubt, das ist sehr wichtig, ja, überfällt die Kutsche und in Wahrheit ist es eine Zweierkutsche, dann mit 3 Verteidigung. Also das ist natürlich definitiv so eine Taktik. Ihr könnt, ja, also das ist total geil gemacht.
Ja, das wäre es mit den Kutschen. Jetzt können wir zur letzten Aktion, zur letzten Deed. Disperse. Das ist eine heftige Aktion auch, kostet aber 3 Schilling dem Sheriff. Ja, und Geld ist wirklich Mangelware in dem Spiel, das muss man sich hart verdienen. Und er wählt einfach ein Parish, also ein Dorf mit Henchmen. Und dann steht hier Remove two enemy peace from available. Two available camps last. Und das heißt einfach, das ist dasselbe wie Confiscate, aber er braucht keine Mehrheiten oder so erzeugen oder 2 zu 1 abtauschen. Er wählt einfach nur ein Feld. Ja, ich könnte jetzt sagen, ich wähle jetzt einfach mal hier den Shirewood, mach eben Disperse auf dieser einen Location und tu einfach nur 2 Pieces entfernen. Hier ist die Regel wieder wichtig: erst der Merryman, dann Robin Hood und dann sind Camps möglich. Logischerweise, wenn das Camp leer ist, kann ich auch das Camp erst wegmachen. Ist halt schlimm, ne? Ist eine teure Aktion, aber sehr stark. Einfach wegmachen, aber die kommen nicht in die Gefangenschaft, sondern hier in die Available Spaces von Robin Hood dann. Also der kann den dann wieder einsetzen. Ja, und das waren die Aktionen jetzt, die die Spieler auswählen können. Jetzt kommen wir noch zur Aktionskarte, denn das ist ja auch sozusagen, ja, das Salz in der Suppe, das man braucht hier in dem Spiel oder das man hat. Und zwar diese Event-Aktion. Und diese Events, glaubt mir, die beeinflussen das Spiel schon wirklich heftig, weil ihr immer am Überlegen seid, ah, mache ich jetzt diese tolle Event-Aktion oder doch eines meiner Aktionen. Wenn wir jetzt mal Will Scarlet ansehen, darum habe ich auch am Anfang gesagt, die Event-Aktionen jetzt erst erklären, wo ihr die Mechaniken kennt. Wenn Robin Hood jetzt Event wählt, dann könnte er Place a camp in one forest and shift one step forward justice, even if there is already a camp there. Ja, das ist echt geil. Also normalerweise kannst du nicht zwei Camps auf einem Feld haben, aber hier steht, du darfst ein Camp platzieren in einem Wald, auch wenn schon ein Camp da ist. Blödsinn. Du darfst nicht zwei Camps haben, das heißt, du kannst ein Camp platzieren, aber wenn schon eins da wäre, ja, dann würdest du trotzdem auch den Schritt auf den Justice bekommen. So ist das gemeint. Also das ist natürlich echt heftig, weil geil, ja, du bekommst einfach nur einen Schritt, könnte, wenn das die vorletzte Karte ist, den Spielsieg entscheiden. Und das ist irgendwie so auch, ja, der Spaß an der Sache ist, du weißt schon, das ist die vorletzte Karte, danach wird das Spielende eingeläutet und will ich da jetzt der Erste sein, der so eine Karte spielen darf, oder lasse ich lieber dem anderen Spieler den Vorzug, indem ich hier eine teurere Aktion nehme? Und das kann spielentscheidend sein, ja? Dass Robin Hood dann als Erster dran ist und switcht von hier auf hier und gewinnt vielleicht sogar das Spiel. Kann sein, ist aber total lustig. Darum immer gut beachten, wollte die Events durchführen oder nicht. Ja, ist natürlich jetzt auch spannend, was der Sheriff machen kann. Wenn er das dem Sheriff lässt, reveal Robin Hood and perform a free single patrol. Ja. Sprich, der Sheriff sagt, hey, das ist geil. Ja. Robin Hood geht hier auf Plots and Deeds, macht seine Sachen. Ich bin dann dran, ja, gehe auf Event und darf jetzt Robin Hood aufdecken. Ich weiß ja nicht, wo Robin Hood sich befindet. Wenn ich aber jetzt nehme, reveal Robin Hood and perform a free single patrol, dann muss der andere Spieler seinen Robin Hood aufdecken. Und noch dazu darf ich hier eine Patrouille durchführen, ja, und Henchmen bewegen. Das ist natürlich geil. Ja. Ich bekomme quasi die Event plus eine Zusatzaktion, einen Plot. Das ist natürlich Hammer. Ja. So, das war jetzt viel erklärt, aber so eine Runde ist eigentlich wirklich ganz einfach. Jeder macht hier im Prinzip zwei Aktionen, die sehr viel können. Und dann, wenn die fertig sind, dann wird eine neue Runde begonnen. Eventkarte gezogen. Wir lesen uns durch, was die kann. Wählen wieder unsere Sachen aus. Ja, machen das durch. Dann wird die nächste Eventkarte gezogen. Und so weiter
und so fort. Startspieler wird halt immer der, der weiter links ist, nochmal zur Erinnerung. Was hätten wir denn da zum Beispiel bei Alan Dale? Robin Hood könnte reveal any number of merry men in one space, gaining one shilling for each revealed in this way, shift one step towards justice. Wow, das ist mega. Robin Hood muss ja oft mal kämpfen um das Geld, ja, und der könnte jetzt auf einem Feld beliebig viele Merry Men aufdecken. Ja, hier zum Beispiel deckt er die drei auf, kriegt dann drei Schillinge und noch dazu darf er einen Schritt auf Justice nach oben gehen. Ja, das ist sehr verlockend, wenn Robin Hood hier auf Event gehen würde. Ja, so würde es aussehen. Gucken wir mal den Sheriff an. Perform a free single patrol automatically and revealing all merry men in the destination space if at least one henchman is there. Ja, auch fett. Ich könnte jetzt mit nur einem Henchman alle hier aufdecken. Ja, ich mache eine free patrol, gehe hier rein, zack, und decke alle diese merry men auf. So, und jetzt müsste ich mal vorstellen, Robin Hood ist als erster an der Reihe und muss jetzt entscheiden, was er macht. Holt er sich Geld? Ja, macht er dieses Event und holt sich viel Geld und nochmal ein Justice? Oder er hat andere Pläne, weil er hier auch so viele geile Aktionen hat. Plots and Deeds ist natürlich mega stark. Ja, muss aber damit rechnen, dass der Sheriff vielleicht sogar das Event hier durchführt. So läuft immer das Spiel ab. Ihr habt immer die Qual der Wahl par excellence sozusagen. Und das Ganze fast 24 Mal. Ja, dann kommen eben noch Sofortune-Karten, wo beide dann gute Möglichkeiten bekommen. Und bei der achten Karte, 1, 2, 3, 4, da ist eine Fortune-Karte. 5, 6, 7, 8. Royal Inspection. Wenn die Karte gezogen wird, passiert jetzt Folgendes. Ihr setzt den Marker hier rüber und werdet alle Phasen, die hier abgedruckt sind, durchführen. Nehmt das so eine Art wie eine Zwischenwertung Reset-Phase. Und jetzt muss ich natürlich auch den Sheet zur Hand nehmen, weil da passiert einiges. Ist natürlich cool, dass das hier auch an dem Sichtschirm abgedruckt ist. Wenn diese erste Ballade aus ist oder das Ende eingeläutet wird mit der Royal Inspection, passiert Folgendes. Schritt 1, Unrest. Jetzt guckt ihr mal auf das Feld. Ja, wie viele Submissive Spaces haben wir denn? Wir haben hier ein bis zwei, schauen wir mal, wir haben vier Submissive Spaces, drei bis vier Submissive Parishes. Bekommt Robin Hood ein Justice? Ja, das heißt, er hat drei auf Revolte. Dafür bekommt er drei Justice. Wären das aber fünf bis sieben Submissive Parishes, also würde das jetzt so aussehen, 2, 4, 6, ja, dann würde der Sheriff ein Order bekommen. Ja, dann hat Robin Hood im Land nicht viel Aufruhr gesorgt und bei der Inspektion gibt es ein Order. Ja, bei ein bis zwei Submissive Spaces nur, ja, das würde dann so aussehen, würde Robin Hood plus zwei Justice bekommen. Ja, stell dich mal vor, der ist hier bei 1, 1, 2. Wenn das so aussehen würde, würde Robin Hood drei Justice bekommen, was das Spielende einläuten könnte. Ja, ihr müsst euch vorstellen, das ganze Land ist in Aufruhr. Dafür gibt es plus 3. Und wenn jetzt nach diesem Unrest jemand auf der 5 ist, hatte das Spiel sofort gewonnen. Ja, also wenn du wirklich ganz, ganz schlecht das machst und der schafft das schon in der ersten Runde, das hatte ich zwar noch nie, ja, dass er 2 bekommt und dann noch alles umdreht, 1, 2, 3, würde er schon in der ersten Ballade das Spiel gewinnen. Also darum, Sheriff-Spieler muss wirklich aufpassen, dass er hier nicht zu viele Gebiete abgibt. Was eben schwierig auch ist, wenn du eine Kutsche setzt, werden die durch die Besteuerung natürlich böse, also musst du die natürlich dann auch wieder zurückdrehen. Also Unrest, erstmal Check und dann gibt es ja, Ruhmpunkte.
So, dann kommt die Mischi-Face. Und da passiert jetzt Folgendes. Robin Hood bekommt einen Schilling für jedes Camp in einem Wald oder Ollerton Hill. Ja, da könnt ihr dann auch später mal was setzen, wenn er da so eine Entscheidung trifft. Im Endeffekt würde Robin Hood jetzt zwei Schillinge bekommen. Dann darf er einen gratis Raubplot durchführen. Ja, er darf also gratis räubern gehen. Also nicht einen gratis, sondern einen Single-Rob-Plot. Der gratis ist ja sowieso natürlich. Und kann donaten in bis zu zwei Dörfern. Ja, die Donate-Action, das seht ihr dann hier. Er darf zwei Parishes auf Revolting setzen. Aber das muss er natürlich bezahlen. Das kostet 2 Schilling per Donate. Es ist einfach nur eine Zusatzmöglichkeit, die er hier jetzt in Zusatzaktion, die er bekommt, aber auch bezahlen muss. Und dann kommt es noch. Return half rounded down Merryman in prison to available. Ja, das heißt, wenn da jetzt Merryman in Gefangenschaft wären, so zum Beispiel, ja, die Hälfte von 3 gibt es im Endeffekt nicht, da wird er abgerundet, dann dürfte er einen Merryman hier reinsetzen. Ja, wenn es aufgerundet wäre, wären es natürlich dann 2 abgerundet, einen Merryman. To Available, nicht hier rein, sondern er bekommt den dann auf seinem Available Slot und kann die dann wieder rekrutieren. So, so viel zu der Mischief Phase. Jetzt kommt die Governance Phase. Der Sheriff bekommt 1 Schilling für jedes Submissive Space. In dem Fall würde ich nicht mal 1 Schilling bekommen, so würde ich 4 Schillinge als Sheriff bekommen. Dann muss ich die Hälfte abgerundet an Henchmen von revoltierenden Dörfern wegsetzen. Und set revolting parish where Henchmen now outnumber Merryman to submissive. Das heißt, ich müsste jetzt die Hälfte von unterdrückten Henchmen wegsetzen. Hier ist ein gutes Beispiel. Ja, das wäre hier 4. Da müsste ich 2 weggeben. Die kommen dann natürlich wieder zu Available Forces. Und wenn ich jetzt von jedem Revoltenden die Hälfte an Henchmen entfernt habe, werden alle Outnumber bedeutet Überzahl, wo ich mehr Henchmen habe als Merryman dastehen, wieder zurück auf Submissive gedreht. Ja, in dem Fall wäre es nur dieser hier, soweit ich jetzt sehen kann. Das heißt, du musst als Sheriff auch schon planen. Ja, jetzt kommt dann die 8. Karte, stelle ich noch schnell irgendwo viele Handlanger hin, damit das dann automatisch hier wieder geflippt wird. So, dann kommen wir in Redeployment. So, das heißt, Sheriff und Robin Hood müssen ihre, ja, Henchmen und ihre Merrymen neu organisieren. Bedeutet, die Henchmen müssen sich von revoltierenden Dörfern und von Feldern auf Submissive Spaces zurückziehen. Any orders may move to Nottingham. Use carriages to available. Das heißt, du musst jetzt quasi dich von allen revoltierenden Dörfern zurückziehen, ja, und kannst dich auf Submissive Spaces setzen. Das heißt, alle, die sich hier zurückziehen, gehen irgendwo hin. Das kannst du dann aufteilen auf natürlich unterdrückte Dörfer. Ja, wenn hier 2 stehen würde, müsste ich die auch noch versetzen. Und alle anderen könnte ich auch nach Nottingham setzen, natürlich, ja, wenn ich denn möchte. Und dann haben wir noch, die Merrymen müssen sich von den unterdrückten Feldern zurückziehen. Ja, zum Beispiel, der hier wäre da der Fall, zu Forests oder Camps. Und alle anderen, ja, können dasselbe machen und dann werden alle wieder verdeckt. Ja, sie verstecken sich dann wieder. Robin Hood kommt von dem verfügbaren Feld, wenn er hier wäre, zu irgendeinem Feld und du kannst ihn dann tauschen mit einem deiner Henchmen. Ja, also
Der würde sich hier zurückziehen auf einen Wald zum Beispiel, der würde sich zurückziehen auf einen Wald, die werden verdeckt, der würde sich zurückziehen auf einen Wald, Robin Hood würde wieder reinkommen, der ist jetzt zwar im Knast, wenn der aber bei Available wäre, dann würde er wieder rauskommen, ja, und kann ihn dann, da muss natürlich der Sheriff wieder weggucken, den wieder tauschen natürlich. So. Dann haben wir die Reset Phase, das heißt, die Reisenden in der Abwurfstapel werden wieder reingemischt. Robin Hood wird wieder der erste Spieler werden, weil sie die neue Ballade startet. Und dann wird das nächste Event gezogen und das Spiel geht weiter. Ja, und das geht jetzt eben so lange, bis einer die 5 erreicht in so einer Royal Inspection oder eben King Arthur's Return gezogen wird. Dann wird nochmal so eine Royal Inspection durchgeführt und die geht eigentlich nur noch bis zum ersten Punkt, ja, wo einfach die Parishes gecheckt werden und wer dann am Ende ja, die meisten Punkte hat, der ist in Gunst von King Richard und hat das Spiel dann gewonnen. Ja, das war jetzt episch, ich weiß, ich hoffe, ihr habt einen halbwegs groben, guten Überblick bekommen. Ich sage meine Meinung zu dem Spiel. Natürlich noch im Fazit dazu, so viel sei gesagt, es ist ein grandioses Spiel. Es ist wirklich geil und ich hoffe, dass auch durch die thematische Erklärung, durch die thematischen Anspielungen, die ich bei den Aktionen gemacht habe, auch ein bisschen verstanden wurde, warum manches so durchgeführt wurde. Beziehungsweise wie man das Spiel so schön antizipieren kann. Man muss das aber wirklich erst einmal spielen, um dann wirklich zu begreifen, wie man das effektiv spielen kann. Also ein Spiel mit einer wirklich guten, hohen Lernkurve. Ja, was ich vielleicht noch mal vergessen habe, die Kutschen kommen ja wieder zurück, wenn so eine Kutsche überfallen wird. Ja, die kommt dann in dieser Phase auch wieder zurück auf die verfügbaren Felder des Sheriffes. Und ja, es war nur so eine Kleinigkeit. Wie gesagt, ich hoffe, es hat die Regelerklärung sehr gut gefallen. Ihr bekommt einen guten Überblick, was ihr da kauft. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch im Fazit wieder. Bis dann, euer Austrian Board Gamer. Ciao.